Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zur weiteren Runde im Hamster Chosen Turnier. Und falls ihr Multiplayer liebt, dann lasst gerne das Abo da und den Daumen hoch. Es bedeutet mir sehr viel. Wir sehen den ersten Spieltag. Und zwar nach der Tagesregel Nummer 7. Es bedeutet keine fliegenden Einheiten erlaubt und die Teams sind ausgewürfelt. Wir sehen Sir Gregor vs. Selinator in diesem ersten Matchup mit Kislev versus Grün heute. Falls es jemanden interessiert, also wie immer sind die Matchups hier randomisiert und es gibt Zufallsregeln. Ich gucke euch mal einmal mit durch, welche Matchups wir heute theoretisch sehen werden. So sieht das Ganze momentan aus. Die Tagesregel ist 7 und 7 bedeutet keine Flieger, übliche Regeln, aber keine fliegenden Einheiten sind erlaubt. Außerdem hätten wir im ersten Matchup 9 gegen 12. 9 ist Grün heute, 12 ist Kislev, 18 gegen 17, 18 ist Slaanesh, 17 Skaven und 13 und 21 sind 13 Echsenmenschen und 21 sind Vampirküste. Das könnt ihr euch alles im Hamster Chosen Turnier hier ansehen. Also da sind die ganzen Fraktionen aufgelistet. Und hier gibt es die Sonderregeln, die sehen wir hier in der Excel. Also gibt es die Tagesregeln 1 bis 8, die momentan aktiv sind. Und wir sehen heute 7, keine Flieger, übliche Regeln, aber keine fliegenden Einheiten erlaubt. Und übrigens, falls irgendeine Regel nicht zutreffen kann, weil zum Beispiel ein legendärer Lord zugewiesen worden ist, der fliegt, dann einfach, wie bei jeglicher anderen Regel, immer eins weiter nach rechts rüberrücken und bei der nächsten Fraktion eins weiter nach unten weiterrücken oder so, bis ihr eine habt, die passt. Gut, wenn ihr den Kanal supporten wollt, lasst gerne ein Daumen hoch, Abo da oder guckt beim MMOGA-Shop in der Videobeschreibung. Gibt es gerade Cyberpunk 2077 Ultimate Edition oder den Landwirtschaftssimulator 22. Ich habe gehört, die hauen gerade gut rein. Und without further ado, springen wir rein ins Match. Erstmal die Armeen der ersten Schlacht. Wir fangen mit Spieler Rot an. Rot ist Selinator? Ja, Selinator. Grün ist Selinator mit Kislev. Er hat Bogenschützenreiter mitgebracht. Plänkler, immer eine gute Idee. Plänkler gehören zu den besten Einheiten im Spiel, meiner Meinung nach. Deswegen kann man immer mitnehmen. Sind zwei davon dabei, 140 Reichweite und soweit alles ganz gut. Wir haben eine Linie aus gepanzerten Korsaren. Das sind so ein bisschen die Freischärler der Kisleviten. Kisleviten haben fast nur Freischärler-Einheiten, sind generell nicht ganz so kosteneffizient, da sie Hybrideinheiten sind, die sowohl Nahkampf als auch Fernkampf haben. Mittlere Rüstung, immerhin Schilde, bisschen Fernkampf. Stärke. Im Hintergrund sehen wir die Wolfsherzen, Lauerjäger der Akshina. Bei der Tagesregel, die wir heute haben, ist tatsächlich legendäre Regimenter sind erlaubt. Diese Wolfsherzen sind besonders gut, weil sie haben unter anderem einen Netzspruch und guten Schaden. Dazu noch mehr gepanzerte Korsaren. Und im Hintergrund sehen wir den üblichen Mega-Blobs. Es gibt noch eine andere Tagesregel, die ist die Total War Classic heißt. Da dürfen nur Regimente mit mehr als 36 Modellen mitgenommen werden. Dann kann man diese typischen Heil-Blobs nicht mitnehmen. Aber für das normale Total Warhammer ist das natürlich vollkommen erlaubt. Und auch eine Standardstrategie. Kriegsbärenreiter, einmal legendäre Eisbrüder des Tors. Legendäre Einheiten performen natürlich generell besser als was man für ihren normalen Wert bekommen würde. Und dazu noch einen weiteren blobbigen Blobjung, einen leibhaftigen Elementar der Bestien, plus im Hintergrund ein Patriarchen, der ist mit Heilung dabei und mit Vitalitätsregeneration, was ziemlich gut ist. Und der Zarina persönlich, die ein bisschen Spielerei, die ein bisschen Elsa spielt. Ja, was hat sie dabei? Todesfrost und einmal Eissplitter, ein bisschen Schaden zu machen. Auf der gegenüberliegenden Seite sehen wir die Grünen heute von Sir Gregor. Auch hier Plänkler dabei, natürlich ebenfalls die legendären, weil es legendäre Regimenter sind, aber die besseren. Rollgrups, rollige Räuber, rüstungsdurchdringender Schaden, super starke Plänkler. Und auf der anderen Seite die Todeskrabbler, die sogar regenerieren als Plänkler und Spinnenviecher. Im Hintergrund sehen wir nochmal Mondanheuler legendär, Rostpfeile legendär.
Wir haben ein paar Ork-Moschers in der Frontlinie, um den Gegner zu überrennen. Schön Ansturm, Bonus. Im Hintergrund fiese Schlitze, um den Gegner aufzuhalten, einzufangen. Ein paar Steintrolle, die immer sehr, sehr gut sind, um Gegner niederzuknüppeln. Eine Riesenfluss-Troll-Hexe mit Bjuna Schicksal und Seelenraub. Sehr gut gegen die elitären Einheiten. Und Grimgor Eisenfaust, Eisenpilz, der hier zugewürfelt worden ist und guten Schaden machen kann. Das heißt, wir haben noch ein paar Nachtgobel-Bogenschützen hier. Das heißt, Ansturm der Orks in dem Versuch, diese Kiesleviten so schnell wie möglich zu vernichten. Und jetzt viel Erfolg dabei. Die Grünhäute nähern sich der Horde aus Kislev. Kislev wird wahrscheinlich vielleicht so zwei Salven, maximal drei Salven raushauen können, bevor die Grünhäute an ihnen dran sind. Die Nachtgoblins gehen voran, sie haben Schilde, sie sind die besonderen Legendären, die unbrechbar sind, was natürlich absolut optimal ist. Einerseits um gegnerische Feuer abzufangen und andererseits um natürlich lange zu bleiben und den Gegner zu ärgern. Und da sind die Nachtgoblins bereits drin und auch in der Frontlinie sind die Ork-Moschers schon im Kampf. Die Bären kommen hinterher, aber immerhin haben die Boschers Bonus gegen Groß und bereits hat der Kampf begonnen. Was jetzt nicht so gut gelaufen ist, ist, dass die Todeskrabbler direkt von den gegnerischen Einheiten zerschossen worden sind. Aber auf der positiven Seite ist für die Orks jedenfalls, der Rest der Armee kommt relativ unbeschadet hier in den Kampf. Wir sehen einmal einen Seelenraub, der wahrscheinlich die Zarina getroffen hat. Eine Salve wird nochmal rausgehauen. In Total War Warhammer gibt es ja nichts in der Art und Weise von Blockade von Sicht, jedenfalls in einem einzelnen Regiment, was das ein oder andere doch deutlich günstiger macht. Und es müssen allerdings auch ein paar Einheiten hier flankieren, weil die Grünen heute, glaube ich, sonst nicht durchbrechen werden. Ihnen fehlt auch vielleicht ein bisschen die Möglichkeit, gegen diese ganzen Kriegsbären vorzugehen. Die ersten Moschers sind bereits auf der Flucht, aber positiv ist, der leibhafte Elementar des Gedönses, das Ei der Bestien, leibhafter Elementar der Bestien, der aus unerklärlichen Gründen bei Kislev dabei ist, ist auch von Grimgor absolut, also nicht wahrscheinlich nicht nur von Grimgor, aber insbesondere auch von den Bogenschützen im Hintergrund 1, 2, 3 Regimenter schnell niedergemacht worden. Grimgor selbst ist ein ziemlich harter Kerl. Haut den Patriarchen ein bisschen kaputt. Der War ist aktiviert worden. Ohne schöne Aktion. Wir sehen, die fiesen Schlitze sind von hinten an die Kiesleviten rangekommen. Ansonsten ist die Formation der Grünen heute nicht unbedingt optimal gelaufen. Da war aber ein schöner Angriff hier in den Rücken. Der Bogenschützenreihe, die sind gerade vergessen worden. Werden durch den War-Bonus jetzt aber wirklich ziemlich schnell zerlegt. Außerdem die Steintrolle springen direkt ins nächste Regiment weiter. Grimgor ist ziemlich hart im Austeilen und hart im Nehmen. Wobei er gerade wegen seiner niedrigen Masse vor dem Elementar weggetrippelt wird. Das ist fast schon ein kleines bisschen erbärmlich, was Grimgor angeht. Der leibhaftige Elementar, der hat 9000 Masse. Grimgor selbst hat gerade mal 2000 und deswegen ist er hier einfach weggeschoben worden. Das ist schon eine ziemliche Sauerei. Es ist mir gar nicht klar, dass das so möglich gewesen ist. Fast schon ein kleines bisschen gemein. Der Elementar ist auch derjenige, der den Seelenraub abbekommen hat. Interessant. Was macht die Schlacht momentan? Die Schlachtsituation hat sich ziemlich aufgelöst. Die Grünen heute haben überall die Linie der Kisleviten kompromittiert, aber auch die Grünen heute sind zum Teil zurückgedrängt worden. Insbesondere die Fernkämpfer wurden von den Eisbären vertrieben, weil das nämlich die große Gefahr gewesen ist. Ihr solltet natürlich nie vergessen, dass Fernkämpfer immer das Beste ist, um gegnerische große Einheiten auszuschalten, wie wir es auch hier gesehen haben. Und der zweite War wird gecastet und da gerade alle Grünen heute direkt im Nahkampf sind, oh, kommt hier gerade auch ein Zauberspruch aus dem Himmel. Er ist anscheinend abgebrochen worden im letzten Moment. Sieht die Situation für Kislev nicht sehr gut aus. Ja, die Kriegsbärenreiter haben gerade mal 484 Goldwert an Schaden ausgeteilt. Immerhin profitieren sie von diversen Buffs. Ja, das Entsetzen durch die leibhaften Elementars auch noch gut. Aber ich befürchte, er wird jeden Moment auseinanderbrechen, oder? Mein Gott, ich finde, ehrlich gesagt, sieht er so als Einheit, sieht er wirklich nicht so sonderlich gut aus. Gab es das eigentlich jedes Mal jeweils als Modell? Ich glaube nicht. Grünhaut-Fernkämpfer sind auch wieder da und fangen auf, ein Kriegselementar zu schießen. Das sieht nicht gut aus für Kislev. Sieht überhaupt nicht gut aus. Und jetzt backt der Kriegselementar nochmal ein bisschen rum. Aber er hat dann noch sein Ziel gefunden.
Geht hier vielleicht auch Grimgor kaputt? Wenn der Grimgor jetzt tötet, könnte die Situation vielleicht nochmal anders sein. So ein Kriegsinventar zu treffen, ist jetzt schwierig. Seine Hitbox ist nicht sehr groß. Ja, und er duckt sich dann weg. Er duckt sich weg und dann treffen die Fankämpfer ihn nicht. Das ist schon ziemlich assi. Der Grimgor stirbt bald. Das ist schon ein Scheunentor. Und auch den kann niemand treffen. Grimgor wird immer weiter weggetrieben. Da bräuchte ich den ein, zwei Treffer. Meine Güte. Die Post hier, was ist das hier? Ein Anime? Wie heißt das Ding, den Superhelden? Hero Academy. Das, das, so ist die Zarina gerade drauf, so wie es aussieht. Gibt es auch einen Eishelden? Bestimmt. Okay, aber Grimgor ist auf der Flucht. Eiselementar allerdings kaputt. Und mit Eiselementar meine ich Bestienelementar. Mal sehen, ob er mit dem Update zum... wie heißt es nochmal? Shadows of D... Nee, nicht Shadows of DK. Shadows of Change DLC auch noch ein weiteres Update bekommt, das ihn so ein bisschen passender zu Kislev macht. Und jedenfalls Mutters Tank ja ein bisschen passender als Fraktion hinzufügt. Die Schlacht ist immer noch am Laufen. Kislev hat fast nichts mehr außer ihre zwei Helden. Und Grimgor ist zerstört und kommt auch nicht mehr zurück. Was ein bisschen feige ist für einen Ork seiner Größenklasse, meiner Meinung nach. Oh, allerdings ist er jetzt gerade mal ein Vorteil vorhanden, dass er zu Fuß unterwegs ist, weil bis er diese ganze Entfernung vom Schlachtfeld gemacht hat, wird es bestimmt zwei bis drei Minuten dauern. Und derzeit müssen die Grünen heute die Helden der Kisleviten zerstören. So gut sie können. Denn, meine Güte, was ist das denn hier? Sie surft hier an. Das kommt mir wirklich vor, wie als hätten... Hätte Creative Assembly viel My Hero Academy, Academia angesehen, oder wie es heißt. Ich habe, glaube ich, nur die erste Season angesehen, danach ist es mir ein bisschen langweilig geworden. Aber die erste Season war ganz nett. Crunchyroll. Ich glaube, die Zarina wird jetzt niedergeprügelt. Die Mosch, ja, die Zarina ist zu Fuß da, das heißt, sie ist kein großes Modell. Jetzt haupt noch ein bisschen rein. Kommt nicht zum Himmel. Wo ist Grimgor? Grimgor flieht. Aber Grimgor ist langsam. Unter Umständen killen die tatsächlich noch alle. Die Steintrolle sind auch noch da. Das ist natürlich außerordentlich praktisch. Ihr rüstungsdurchdringender Schaden kommt zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr günstig. Das Kräfteverhältnis sieht die Kisleviten momentan im Vorteil. Würde ich auch so sehen. Aber das kann sich schon relativ schnell ändern. Die Eisbrüder des Tors haben 2800 Goldwert ausgeteilt. Die waren ihr Geld auf jeden Fall wert. Die haben wahrscheinlich sehr viele der legendären Regimente, als wir nicht aufgepasst haben, vernichtet, als sie durch die Reihen der Grünhäute gegangen sind. Die Grünhäute hatten ja sehr wenig Kavallerie auf ihrer eigenen Seite. Deswegen hat ihnen die Möglichkeit gefehlt, hier diese Eisbrüder zu zerstören. Aber die fliehen jetzt erneut. Grimgor ist immer noch... Ja, er nimmt den längeren Weg so ein bisschen diagonal. Ich weiß nicht, warum er immer noch flieht, aber anscheinend hat er immer noch Panik. Ich meine, wie sieht das aus bei seinen Jungs? Nicht sehr gut. Und hier im Zentrum kümmern sich die restlichen Jungs um die Helden, die Zarina und den Patriarchen. Und da wird weitergemacht. Zum Glück gibt es Anime, sonst hätte Creative Assembly diese coolen Animationen bestimmt nicht. Oder? Gibt es vielleicht auch bei Marvel oder DC? Ach, wer weiß. Die habe ich nicht so richtig gesehen. Ich kenne nur The Boys. Und fast 10, die mir auf YouTube vorgeschlagen worden sind, zu Superman. Henry Cavill, The Man of Steel, als ich das so ein bisschen gegoogelt habe, im Rahmen der Recherche zu dem Total War Serie, beziehungsweise dem Film Grün. Und damit, Kislev, wird es, glaube ich, nicht mehr reißen. Ich glaube, selbst wenn schöne Aktion, selbst wenn Grimgor jetzt flieht, man sieht, die Moral und Führerschaft der Grünhäute ist halt schlecht. Sollte Grimgor jetzt fliehen, kann alles auf einmal anders sein. Und mittlerweile ist er gar nicht mehr so weit vom Schlachtfeld entfernt. Denn, und die Grünhäute sind wie blöd am Wanken, überall. Oh, aber die einzigen, die da bleiben werden, sind die Nachtgoblins. Die epischen, unbrechbaren Nachtgoblins. 1864 Lebenspunkte. Die werden, glaube ich, diejenigen sein, die hier die Schlacht reißen. Es sei denn, Armeeverluste hauen rein. Oh! Die Zarina ist jetzt auch gebrochen und ich glaube, das wird es gewesen sein, oder? Ja, es ist ein Sieg und damit steht es 1:0 für die Grünen heute und damit Sir Gregor.
war eine Runde, die so mehr oder weniger auch von den Teams her erwartet wurde. Also die ich jedenfalls so erwartet hätte. Ich hätte vielleicht noch ein paar Plänkler von den Kiesleviten erwartet. Die haben noch ziemlich coole Kriegsschlitten. Eine sehr gute Performance hier der Eisbrüder des Thors. Der leibhaftige Elementar war nicht so genial. Er ist halt auch relativ weich mit niedriger Panzerung. Und gut, die gepanzerten Korsaren waren okay vom Damage, den sie ausgeteilt haben. Aber dafür, was sie so kosten, sind sie halt nicht so richtig effektiv im Nahkampf-Fernkampf. Aber an sich ganz okay. Grimgott gut weggehauen. Die Riesenflusstrollhexe ist ziemlich schnell gekillt worden. Steintrolle okay. Ja, die Orkenmoschers haben auch gut hier ausgeteilt. Genau wie die ganzen. Oh, auch die fiesen Schlitze waren ziemlich gut. Sehr viel Schaden, der hier rausgehauen ist. Insbesondere von den Fernkämpfern. Hier 1000 und nochmal 1100 der Schadenswert. Nun, GG, die hier an beide Spiele. Und damit geht's in die zweite Runde, meine hochwerten Zuschauerinnen und Zuschauer. Und willkommen in der zweiten Schlacht zwischen Selinator 23.03 aus dem ODM-Clan versus Sir Gregor. Wie ist das so im ODM-Clan? Was machen die da so? Ich bin nicht drin. Wir haben das Matchspiel für den Sir Gregor, der die letzte Runde gewonnen hat. Wie immer, die Fraktionen sind ausgewürfelt. Die Tagesregel ist immer noch 4. Das heißt, keine fliegenden Einheiten hier in diesem Matchup erlaubt. Slaanesh. Schon ganz ordentlich gut, gerade mit ihrem verheerenden Flankenangriff. Aber Skaven gehören zu den Fraktionen, die in den Turnieren relativ gut abschneiden. Sie haben eben sehr, sehr starke tödliche Einheiten. Einen Blick in die Armee. Zu den stärksten Einheiten, die es im Spiel gibt, gehören die Lawinen. Todeswind, Kugelmörser, zwar teuer, aber in der Lage, mit einem einzigen oder zwei Salven Regimenter zu zerfetzen. Ikkitz, Zap, Zap, Warpel, Blitzkanone ist in der Lage, gegnerische Zauberer und ganz generell Fähigkeiten zu verhindern, indem sie die Abkühlzeit auf plus 10 Sekunden hängen. Und Giftwindkrieger im Hintergrund mit den Bömmchen, die sie werfen, auch sehr, sehr gute Einheiten generell, die sehr viel Schaden ausrichten können in kurzer Zeit. Die da 1, 2, 3 plus die Giftwindmörser. Schon ziemlich viel dabei. Dazu ein paar Clanratten vorne, Paskal-Larven hinten, Eschin-Triaden, um überraschend noch irgendwelche großen Einheiten und insbesondere Kavallerie aufzuhalten und zu zerstören. Und die Rattenoger, wie immer, auch eine gute Wahl. Ist die einzige Kavallerie-ähnliche Einheit, die Skaven haben. Allerdings hier keine Ratten, alles voll auf Defensive. Ikkit Krallenhand ist auch dabei, weil er gewurfwürfelt worden ist mit dem Warblitz, was einfach ein sehr, sehr guter Skill ist, der Warblitz. Man fliegt hier ein bisschen Schnee vom Himmel und sonst nirgendwo auf der Karte. Bizarre, das muss der Warpstein sein. Was haben wir? Unbegrenzte Macht und Messing Cool. Das heißt, die ganze Zeit Blitze rumhauen ist auf der kosteneffizienteste Zauberspruch, den es gibt. Auf der anderen Seite sehen wir Slaanesh. Slaanesh bekannt für ihre besonders starken Flankenangriffe und Skaven leiden darunter auch ziemlich ordentlich, wenn die gut gemacht ist. Nochmal ein bisschen. Was ist das hier? Meine Güte, das nenne ich Wettereffekte. Kostet da wenigstens eine Wolke. Naja, geht so. Naja, okay. Mit ergebenen Barbaren des Slaanesh. Die reißen sich relativ schnell durch, auch durch Skaven, solange sie nicht zerschossen werden. Erhabene Barbaren, eine ganze Reihe von Barbaren, sehr gut im Nahkampf. Dann haben wir eine der Flanke Höllenjäger des Slaanesh. Die sind exzellent. Richtig hohe Geschwindigkeit mit 140 Angriffsbonus und Giftschaden. Außerdem haben sie noch Seelenjäger und dadurch werden sie noch besser, je mehr sie getötet haben. Angst machen sie 10% physische Resistenz. Im Moment des Ansturms absolut episch, im lang anhaltenden Kampf dann nicht mehr so. Dann haben wir noch ein paar Bruten des Slaanesh. Das geht immer gut, weil sie eben jetzt niemals fliehen und nicht fliehende Einheiten sind klasse. Außerdem reduzieren sie noch gegnerische Nahkampfwerte. Und die Prinzen der Perfektion, ergebende Barbaren des Slaanesh, die interessanterweise kenne ich gar nicht das legendäre Regiment. Aber Slaanesh habe ich selbst auch kaum gespielt. Dann haben wir noch mal die Spiegelgarde, die ist hier schon aus Total Warhammer 1 oder bekannt, glaube ich. Da war es das erste Regiment, ist auf jeden Fall das primäre Ziel für die Lawinenmörser. Und dann haben wir Sigwald, der magnifiziöse Klasse-Typ, hat Regeneration, ist eigentlich so gut wie nicht umzubringen mit 110 Rüstung und 70 Nahkampfabwehr, kann vielleicht die ganze Skaven-Armee alleine regeln. Und ein Hexer des Slaanesh mit dem Pendel. Und Stab der Qual, also faktisch nur Bombardement und dem Pendelspruch. Und dann würde ich es mal sagen, viel Spaß und los geht's, Leute, mit der Schlacht. Und wir sehen die erste Salve.
Das war wahrscheinlich der Schnee. Hat die ergebenen Barbaren des Lanisch direkt verrissen. Ja, das waren die Teufelsglober, Lawinenmörser, Todeswindkugel-Globadiere. Also die sind wirklich einfach so unvorstellbar heftig. Eine Salve. Ich meine, Leute, was geht denn hier ab? Eine Salve, wir haben zweimal geschossen. Die Schlacht ist gerade 60 Sekunden alt. Zwei Regimenter sind tot. 73 Modelle vernichtet. Ich meine, immerhin kommt der Flankenangriff des Lanisch gerade schon, aber auch keine Sekunde zu spät. Boah, und die Zap-Zap-Kanone hat die Bruten des Lanisch schon halb zerstört. Also, es fängt ziemlich gut an für die Skaven. Nächste Salve. Diesmal sind die armen Spiegelgarden-Chaoskrieger dran. Die sind auch mit der ersten Salve schon halb tot. Und die Giftwindkrieger machen die ergebenen Barbaren des Lanisch kaputt. Immerhin sind sie in den Nahkampf gekommen. Gerade so. Besser als nichts. Und es beginnt. Eigentlich hätten sie fast Prinz Sigwald den mal den Magnifiziösen. Oh, der ist einfach durchgelaufen durch den Krieger. Einfach durchgelaufen hier zu Ikkit. Krallenhand, das habe ich jetzt so nicht erwartet. Boah. Immerhin, ich meine, die Höllengrubenbrut ist in den Nahkampf gekommen und ist endlich in der Lage gewesen, die Lawinenmörser zu binden, der bereits 1200 Goldwert gemacht hat. Und das in einer Minute 40 hat er fast seinen gesamten Goldwert reingeholt. Und die Skaven haben mit den ganzen Schussgedöns hier viel, viel Schaden verursacht. Immerhin kommen Einheiten bald zurück. Und jetzt muss der Flankenangriff, beziehungsweise der Angriff von hinten mit den Höllenjägern entscheiden, wer hier siegt. Selinator mit seinen Skaven oder Sir Gregor. Würde es hier reichen, um die Skaven noch zu vertreiben? Und da ist der erste Flankenangriff mit den Höllenjägern des Lanisch. Da ist natürlich episch stark diese Nahkampfangriffe, wobei der Angriff nur so halb gut funktioniert hat. Wenige Modelle sind gebunden. Okay, die Zap-Zap-Kanone hat sowieso nicht ganz so viele Modelle. Und hier ein bisschen, hätte vielleicht noch diese Giftwindkrieger ein bisschen schneller reagieren können, um zu rotieren und diese Höllenjäger zerstören. Denn wenn die hier fertig sind mit der Zap-Zap-Kanone, auch wenn nur ein paar wenige vorne angreifen, geht es direkt weiter zu. Und da kommt die Rotation. Und die Höllenjäger des Lanisch sind richtig heftig getroffen worden, aber es reicht nicht, um sie zu vertreiben, und auf einmal sind die Giftwindkriege gebunden. Und da ist es natürlich alles nicht ganz so schön für die Giftwindkrieger. Wo ist eigentlich Sigwald der Prachtvolle? Ah, der hängt gerade hier hinten rum. Und die linke Flanke sieht gar nicht mal so schlecht aus für die Horden des Chaos. Fürs Lanisch die rechte Flanke allerdings sehr, sehr gut. Nur mal ein Blitz. Auch auf die Höllengrubenbruten. Die Höllenbruten. Ah, Bruten des Lanisch heißen sie in diesem Fall. Lohnen sich die Blitze. Dafür ist er einfach erstmal sehr, sehr günstig und macht immer schön Schaden. Ikkit Krallenhand schießt mit seinem Gedöns irgendwie so halb in die Richtung. Selinator mit den Skaven sieht tendenziell auf der linken Flanke sehr stabil aus. Die rechte Flanke lebt immer noch so halbwegs. Das Kräfteverhältnis sieht momentan keine Freude in den Orden des Lanisch. Es sieht nicht übel aus. Sieht nicht übel aus für die Skaven. Und damit für Selinator, der hier um den Sieg kämpfen muss, weil er sonst rausfliegt. Es läuft. Er schafft es. Also es würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn Slanisch jetzt nochmal zurückkommen würde. Weil ganz wichtig ist es, diese Globadiere, die Giftwindmörser zu zerstören. Ja, Todeswindkugelmörser. Mittlerweile 165 Modelle und 1500 Schadenswert ausgeteilt. Schießen so ein bisschen in ihre eigenen Einheiten, weil sie müssten hier eigentlich gar nicht reinschießen. Treffen ja vielleicht zum Teil auch eher ihre eigenen Clanratten, aber sie haben wirklich eine überraschende Genauigkeit an den Tag gelegt und ihre Verbündeten, auch wenn es ihnen wahrscheinlich nicht so wichtig ist, nicht getroffen. Und damit ist diese zweite Schlacht relativ klar zu Ende gegangen. Das Einzige, was noch lebt, sind die Bruten des Lanisch, weil sie unbrechbar sind, aber hier kommt die Aufgabe von Sir Gregor, und damit ist Selinator im Ausgleich. Respekt hierfür. Na mein, boah. Ja, Slanisch? Jede Salve des Lawinenmörders war schon ziemlich tödlich. Okay, und Slanisch hat hier in dieser Schlacht zugegebenermaßen einen Nachteil gehabt, weil sie keine fliegenden Einheiten wie die Harpien hätten nutzen können. Das Einzige, um hier, glaube ich, gut rauszukommen, wäre noch viel mehr Höllenjäger mitzunehmen, um den
gegnerischen Lawinenmörser aufzuhalten. Ja, dadurch sind sie schon ein bisschen langsam gewesen. Definitiv ein Nachteil, der hier vorhanden gewesen ist durch die Armeewahl. Und die Skaven hatten hier wirklich ein eher leichtes Spiel. Aber damit geht es in die dritte Runde. Und damit nicht direkt vom Video aus sichtbar ist, wer gewinnt, kommt das in einem separaten Video. Selenator vs. Sir Gregor im Matchspiel. Danke für diese Einsendung. Wir sind mal gespannt, wer gewinnt. Oben beim i könnt ihr den Link zum letzten Video finden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.